können oder atmen können. Und hier ist gar nichts. Toll. Super. Also geht's wohl da hoch. Stirb. Ist da drüber noch irgendwas? Ja. Da ist ein Viech. Können wir uns eigentlich an den Ranken hier festhalten? Ja, nein, können wir nicht. Da ist links zu doof für. Aber das kennen wir ja schon. Also müssen wir wohl an der vorbeikrabbeln. Ah, doch. Man kann sich doch festhalten. Nein, 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 nein. Oh! Mann. Blödes Viech. Kommen wir denn an dem Teil vorbei? Vielleicht einfach genau hier drunter stellen? Nee. So, aus der Richtung. Vielleicht können wir uns auch möglichst hoch hinpacken und dann jetzt schnell hoch. Solange sie uns nicht sieht. Ja, genau so kommt man hier an ihr vorbei. Ist das ein Geist oder? Nee, ich dachte schon, das wäre der erste Geist. Stirb. Das wäre jetzt irgendwie nicht sonderlich schwer. Aber wir kriegen eine Truhe! Ja, für diesen unglaublich schweren Gegner. Es ist sogar eine große, also ist da entweder die Karte, ein Kompass oder eventuell die Waffe dieses Dungeons drin. Die Karte. Okay. Kennen wir ja, den Text kennen wir ja mittlerweile schon. Also überspringe ich ihn einfach mal rigoros. Oh, eine riesige Pflanze. Wie niedlich. Oh, und hier müssen wir wohl das Viech da töten. Und uns dann an den Efeu ranziehen. Und dann müssten wir einfach hier rauf können. Genau so. Das hier drücken. Und der Brunnen leert sich. Ja. Aber es ist... Sah der andere Brunnen nicht irgendwie anders aus? Oder ist es hier jetzt doch... Ist es hier jetzt ein anderer Raum? Ja, das sieht auf jeden Fall so aus, also... Werde ich einfach mal runterspringen. Ah! Böse Pflanze. Und ich werde jetzt einfach mal in... den Brunnen hier reinspringen. Wo sind wir eigentlich? Ich guck mal ganz kurz auf die Karte. Oh, hier sind wir. Kommen wir dann zurück in den großen Raum? Ich glaube, da war vorhin noch so eine Barriere. Ah, Mann. Ich bin echt genial. Also gehen wir hier durch die Tür. Vielleicht haben wir ja Glück und das Wasser in dem Brunnen ist auch abgelassen. Das hoffe ich auf jeden Fall. Sonst dürfen wir den ganzen Weg nochmal machen. Autsch. Vorbei. Ha. Ausgetrickst. Ah. Hey, das Wasser hier ist auch weg. Und hier ist ein Gang. Wo mag der hinführen? Aber hier finden wir erstmal einen kleinen Schlüssel. Und damit wissen wir ja eigentlich, wo es jetzt lang gehen sollte. Müsste. Und ich denke mal, hier kommt man wieder den anderen Boden hoch. Ich guck einfach mal. Da sah das eben so schwarz aus, da habe ich nichts gesehen. Es sieht immer noch schwarz aus. Das ist scheinbar irgendein Emulatorfehler oder so. Ja. Und hier waren wir eben gerade. Genau, das kennen wir ja schon. Wo geht's jetzt am besten lang? Genau, jetzt geht's. Autsch. Einfach wieder
zurück in den Hauptraum. Und dann geradeaus, da hinten die Treppe hoch. Und dann hoffe ich, dass wir bald den ersten Geist für uns verbuchen können. Aber da sind noch Vasen. Ich brauche Herzen. Naja, Magie brauche ich nicht so. Und gar nichts brauche ich auch nicht. Also, rein hier. Och nee. Ich hasse Spinnen. Stirb. Nee, stirb. Einfach weiter. Und dann muss ich einmal kurz nochmal überlegen. Ich hoffe, die Blöcke sind noch so, wie sie vorhin waren. Den ignorieren wir einfach mal. Der kann uns, denke ich mal, eh nichts tun. Außer er folgt uns irgendwie. Was ich ehrlich gesagt nicht hoffe. Also es hört sich so an, aber ich hoffe einfach, der folgt uns nicht. Sonst haben wir gleich ein kleines Problemchen. Hoch. Genau so und hoch. Und da lang. Und da die Leiter hoch. Und dann müssten wir eigentlich auch schon in dem Raum sein, in dem wir vorher nicht weiterkommen kamen. Ja, genau hier. Die ignorieren wir auch einfach mal. Also, der Raum hier auf. Boah! Was ist das denn für ein Gang? Dieser Korridor ist völlig verdreht. Nein! Aber wie kommst du denn darauf? Hä, dreht sich jetzt der ganze Tempel oder irgendwie so? Achte auf die Schatten der Kreaturen, die an der Decke hängen. Okay, Schatten. Gucken wir mal. Da müssten wir eigentlich rüberkommen. Und hier kommen wir auch rüber. Eine Kiste. Eine leicht schräge Leiter. Also hier kommen wir noch nicht weiter. Toll. Das hat uns hier jetzt alles. Was ist das? Der Deckengrabscher. Du siehst seinen Schatten auf dem Boden, bevor er angreift. Zerstöre ihn, bevor er wieder entschwindet. Okay, ich denke mal, das Viech müssen wir irgendwie besiegen. Okay, damit ist es Geschichte. Und es lässt ein paar Rubine fallen. Aber wirklich nur ein ganz paar. Ja, um hier lang zu gehen, brauchen wir einen Schlüssel. Und kann Navi uns bei der Truhe hier irgendwie helfen? Da kommen wir auch hoch. Das bringt uns irgendwie nicht viel. Also geht's erstmal wieder zurück. Und da gucke ich mal, wo wir noch hinkommen können. Hingehen. Also hier hoch. Nein, nicht in meinen Weg, Mann. Blödes Vieh. Runter. Dann hier runter. Ups. Das war wiederum knapp. Oder wieder einmal. Hier ist eine Skulltula oder eine Spinne. Die erledigen wir einfach gekonnt. Wir haben ja ein bisschen Übung da drin. Und dann gucke ich mal, ob ich hier irgendwo in eine andere Tür reinkomme. Also. Ist da irgendwo Efeu oder so? Boah, hat mich die Fee gerade erschreckt. Nachdem sie wäre irgendein Monster oder so. Ich guck mal ganz kurz auf die Karte. Ah, also man scheint aus dem Raum. Also, Moment, ich zeige das mal ganz kurz.
aus dem Raum hier irgendwie in den hier reinzukommen. Und dann waren wir in dem Raum oben links zum Beispiel. Moment, ganz kurz. So, ja. Da bin ich dann auch wieder. Tut mir leid, ich musste ganz kurz was machen. Ja, genau, ich wollte gerade gucken, wo wir jetzt hin müssen. Und ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Aber irgendwie kann man wohl in dem Raum, wo diese Krieger waren, irgendwas machen. Das sehe ich gerade. Ich gucke einfach mal in deren Raum rein. Nein, nicht die Ocarina. Und da ist übrigens das Skulltor, die hole ich mir ganz kurz. Also, stirb. Und Symbol will ich haben. Hol's dir. Genauso. Du hast eine goldene Skulptur zerstört, bla bla bla. Skulptur-Symbol, kennen wir alles. Also geht's als nächstes hier in die Tür rein. Und wo können wir da lang? Hier ist erstmal wieder eins von diesen komischen Geistern. Und ich hoffe, hier sind nicht mehr diese Schweine. Nee, gut. Ah, okay, also. Da ist irgendein Raum über uns. Aber da kommen wir leider nicht rein. Toll. Also müssen wir irgendwie. Ich glaube, das war über den einen Raum. Über den Raum kommen wir in den anderen Raum, der uns im Moment noch verschlossen ist, also von der Seite aus. Dann kann man eventuell von da irgendwas erreichen. Allerdings werde ich jetzt erstmal ganz kurz gucken. Also, hoch hier. Ich hasse große Pflanzen. Vor allem, wenn sie fleischfressend sind. Was wollte ich gucken, genau? Ist hier irgendwas? Kann man sich hier eventuell hochhangeln? Das wäre sehr praktisch, aber ich denke mal nicht. Also, und dann hier. Nö, kann man leider nicht. Also muss ich wohl in den guten alten Brunnen rein. Autsch. Das hat wehgetan. Kann man hier irgendwo lang? Sieht wohl nicht so aus. Da sind beide. Ja, da sind beide Gitter zu. Heißt, ich kann da auch nichts machen. Also hier hoch und dann die Leiter hoch. Und dann irgendwo da lang. Fragt sich halt nur wo. Na, ich gehe einfach mal ganz kurz weiter.